Ach ja, die Liebe. Also, zumindest wenn sie echt ist. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es 10 Fakten über den Amortentia-Liebestrank. Wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, wie ihr euren Schwarm an euch binden könnt, dann solltet ihr jetzt vielleicht dranbleiben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Der sogenannte Amortentia-Zaubertrank ist der stärkste Liebestrank der gesamten Wizarding World und sorgt beim Konsumenten für ein starkes Gefühl der Verliebtheit bzw. Besessenheit. Fakt Nummer 2. Wichtig zum ersten Fakt ist aber auch noch zu sagen, dass der Amortentia keine wahre Liebe erzeugt, denn dies ist selbst in der magischen Welt ein unmögliches Unterfangen. Vielmehr sorgt der Trank dafür, dass man eine Art Besessenheit gegenüber einer bestimmten Person entwickelt, was mit wahrer Liebe natürlich wenig gemein hat. Fakt Nummer 3. Amortentia roch für jeden anders, und zwar immer nach dem, was der Riechende besonders anziehend oder attraktiv fand. Auch dann, wenn die Person ihre Vorliebe für das Objekt ihrer Zuneigung selbst nicht erkannte oder wahrnahm. Fakt Nummer 4. Der Name Amortentia setzt sich aus den beiden Worten Amor und Tentia zusammen. Amor ist der römische Gott der Liebe, während Amour sogleich im Französischen mit Liebe übersetzt werden kann. Tentia kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie gehalten oder anhaltend. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. J.K. Rowling erzählte einst, dass sich im Raum der Liebe innerhalb der Mysteriumsabteilung ein Brunnen befindet, der bis oben hin mit Amortentia gefüllt ist. Fakt Nummer 6. In Harry Potter und der Halbblutprinz verriet Hermine Granger nicht, welchen Geruch sie als drittes wahrnahm, als sie am Amortentia-Trank roch. Später offenbarte Rowling, dass es wohl angeblich Rons Haare waren, auch wenn ich das nicht so wirklich glauben kann, da meine Haare viel besser riechen. Fakt Nummer 7. Die einzig bekannte Zutat des Amortentia-Liebestranks ist Perlenstaub, was dem Trank auch seinen Perlmuttglanz verleiht. Fakt Nummer 8. Aus relativ nachvollziehbaren Gründen ist der Amortentia-Trank auf Hogwarts verboten, so wie alle anderen Liebestränke auch. Fakt Nummer 9. Nach Meinung von Horace Slughorn ist Amortentia der gefährlichste Zaubertrank überhaupt, da die erzeugte Besessenheit höchst fatale Folgen haben bzw. ausgenutzt werden kann. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Fälschlicherweise schreibt die offizielle Website von Scholastic als der Herausgeber der US-amerikanischen Harry Potter Bücher nicht Amortentia, sondern nur Amortenti. Ja, das waren meine 10 Fakten über den Amortentia-Zaubertrank. Wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt davon noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo freuen. Wie immer findet ihr weitere Videos hier an der Seite oder unten über die Playlist und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!